Nimm das. Bringt nichts. Wobei ich wahrscheinlich eh reich hochgelaufen, deswegen gehe ich mal zu ihr runter. Zippidi-tabidi. Jetzt mache ich wieder Fernkampfangriff, aber doch noch irgendwie Schaden, den ich nicht haben will. Und jetzt, weil ich mich so sicher fühle. Oh, wie lange brauchst du denn? Ach so. Bewegungspunkte werden auch länger, schneller verbraucht dadurch. Na gut, toll. Das schaffe ich aber hier, komm. Bau. Was sind die eigentlich? Ich könnte einen Niederschlagpfeil schießen, rein theoretisch. Mach ich auch. Oder auch nicht. Ich bin gerade verkackt mit dem Niederschlagpfeil. Egal. Atrophie ist auch in Ordnung. Kann ich völlig mitleben. Kommen wir nicht hin? Achso, ich stehe dahinter. Ja gut, dann ist das so. Ja, ja. Ganz wie ihr meint. Niedlich. Die Decke hat doch noch eine Chance gegen mich. Aber was haben sie nicht mehr? Der Zug ist abgefahren, liebe Leute. Geht nicht, ne? Nee. Da auch nicht rüber. Ah, nur Versuch. Boing. Fast tot. Die haben beide noch. Ein bisschen und. Nee, gar nicht mehr an Dings. Okay. Cool. Aber ich habe ich doch den hier noch. Unterkühl dich mal ein bisschen. So, noch mehr Unterkühlung. Der ist tot. Ach, einfach super. Diese Fähigkeiten des Beschwörers. Einfach unbezahlbar. Richtig toll. Gefällt mir. Ich liebe Beschwörer. Und gewonnen! Yay! Massig XP bekommen für alles und alles und alles. Zack, zack, zack. Ach ja. Ist das schön, wenn es funktioniert, oder was? Meins. Wer ist das? Achso, eine von uns. Will mich voll abholen. Ich komme gleich. Ohohoho. Wie super einfach der... Oh, nichts. Der Kampf einfach... Well, well, quite the mess you've made here. Ja, ich habe eine andere, die kenne ich noch gar nicht. I'm Melody, and you're... Ich nicht. She steps forward. Grabs you behind the neck with alarming strength. Will ich gar nicht wissen. Ich bin tot, ja. Und? Undead and Godwoken. Ja. Well, now I've seen everything. Schön für dich. Well, I was trying to get a little taste of your flesh. I can tell a lot from a little morsel, but you're fresh out. Ich nehme mal an, sie ist eine Elfe. Denn bei Elfen ist es ja so hier, dass die Leichen essen können. Apropos Leichen essen, siehst du? Ich hatte auch so eine Leiche gehabt da unten, fällt mir gerade so auf. Wo ich jetzt mit anfangen konnte, da stand da auch, iss meine Knochen oder sowas. Ich müsste mal die Elfe mit reinnehmen und das mal machen, um dann was rauszukriegen. Hätte bestimmt XP gegeben. So, Godwoken. You're what gets some of us out of bed each morning. What do you make of that? Well, first things first. Genau. She peers at you closely, a knowing squint in her eye. Tell me, which of those little gods did you meet? And what did they teach you? Sag ich dir garantiert nicht. Also. Eyes go wide. Go on then. Show me what she taught you. Nö. Das da. I don't. Now go on. Doch, tust du. Ah, like that. Right, hold on then. She takes you by the shoulders and gestures for you to do the same to her. She closes her eyes. Okay. And a warm, soothing sensation runs from her hands into your body. Auf mich selbst? Ach nee. Hey, that stings. Tja, bist wohl nicht ganz die nette Trolla, wenn das dir wehtut, wa? She examines her hands, where the skin sizzles slightly beneath their newfound aura. As the spell fades. You really are Godwoken. Klar. I'm happy. How unbecoming. Ja. Come then, we set sail. Your destiny awaits, etc.
You'll have to ask the Meister about that. Meister? Geil. Melody beckons you to the boat. After you, darling. Ich warte natürlich noch. Jetzt habe ich schlauerweise nicht ganz gelesen, was da stand. Was, irgendwas mit ich komme nicht mal hierher danach, oder was stand da gerade? Ah, wäre schon schön doof. Ich meine, ich habe ja nichts mehr zu tun, aber wegen dem Ring da vor allem, meine ich. Pass auf, ich speichere wieder mal auf dem Extra-Spielstand. Weil ich würde mal zurückgehen wollen, auf jeden Fall, wenn das hier nicht klappt, offscreen. Andererseits wiederum, wenn ich meinen neuen Spielstand hole, ist es eh wurscht. Da war das ja vor Alexander. Genau. Speichere ich auf. Nee, da kann ich ja gar nichts mehr nach kaufen da. Ist auch doof. Doch, ein ganz neuer muss rein. Wobei das hier an. Ach, ich mache einen ganz neuen. Nach Alex, ne? Also nicht zu Alex hin, sondern einfach nach Alex. Ja, alles gerade ist logisch. Mann, nun. Hier passieren Dinge im Spiel. Gefällt mir. Er ist echt tot. Wie gesagt, ich bin verwirrt, weil ich gehört habe, gelesen habe, dass man entscheiden kann, ob man ihn tötet oder nicht. Das hatte ich gerade nicht gehabt, die Wahl. Alter, was? Ich habe schon mal coole Sachen gefunden, glaube ich. Muss noch das eine oder andere Das eine oder andere identifizieren bestimmt, aber hey. Das mache ich jetzt nicht sofort. Das mache ich, glaube ich, allerfrühestens hat ein neues gelungen. Lohnt sich jetzt noch gar nicht, das Große da reinzuschießen und dann alles sowieso neu verteilen zu müssen. Ich nehme jetzt, wie ich es habe, und dann passt das schon. Und ab dafür. Let's go. Aha. Okay, da haben wir es doch. Ich komme nie wieder zurück. Tja. Ich mach's trotzdem, weil ich, wie gesagt, ich gehe ja sowieso letztendlich auf den anderen Spielstand zurück, nehme ich an. Insofern. Boat first questions ja, Melody okay. Grabs Godwoken. Wait till she finds out. Salty okay. Water wets the gold. Und weg. Neue XP gekriegt davon. Tired but victorious, the party made for the Lady Vengeance. The horrors of Fort Joy behind them. They arrived as sorcerers. They left as Godwoken. The fate of this godforsaken world now rested on their shoulders. Or at least on the shoulders of one of them. Ob das auch mit die und Plural gemacht wird, welche dann als einziger Party-Typi da angreife, anlaufe, weiß ich nicht. Oh Mann, ist das Spiel gerade wieder geil. Ich habe echt nur Bock auf das Spiel zu spielen eigentlich, aber die Zeit, das ist halt nicht zu so, Let's Play-technisch und so weiter. Und naja, zumal ich auch bald wieder ein neues Let's Play bringen möchte tatsächlich. Also das dritte dann wieder im Bunde. Da muss ich wieder alles ein bisschen umstellen, wie ich es momentan mache, aber naja. Looking down at your robes, you see they're damp with blood and the ocean spray. Bad luck to let the dead linger aboard. As soon as we get moving, we ought to clear the deck. Okay. I'll be damned if I ever set foot on that island again. Don't care who I have to bury. Okay. Don't stand between a prince and his principles. The Magisters learned that the hard way. Okay. Onward now. The sooner Fort Joy disappears from the horizon, the better. Perhaps the Seekers need help manning the ship. So schade, ich komme offenbar echt nicht mehr zurück. Das ist ein bisschen doof, aber meine Güte, ich werde schon anderweitig Möglichkeiten haben, dies und jenes zu tun. Heißt natürlich aber auch, dass es eigentlich ziemlich schwachsinnig war jetzt, oder gewesen wäre, alle möglichen Händler auf maximale Sympathie zu bringen, denn sind eh weg. Ah, Migos Ring. Achso, jetzt sind die alle abgehauen. Die hauen gerade ab. Auch mal eher was Neues hier. Well, this is a fine sight. Utterly barbaric, of course, destroying a tree and turning it into a boat. Grotesque, but, well, look at it, Quercus. Genau. A floating nest, surrounded on all sides by salt water, pure poison to a tree's root. The great acorn could never reach us out here. Okay. Well, yes, of course we'll continue our research, Quercus. We're not monsters. Genau. Still, I must admit, you were right about the shield. It proved to be more than adequate. Gern geschehen. Es ist so geil, ehrlich. Da, das hier. No. Yes, it... it seems our shield is still here. How
How does something so large and ungainly sneak up on a person? You give the giants too much credit, Quercus. I think the salty air has addled your mind. Bestimmt, bestimmt. It has certainly been useful, but elegant, kind, surprisingly attractive. Man fragt sich, ob Sellora wirklich mit der Katze spricht oder nur mit sich selbst. No, no, we have no time for your fawning. We may be safe, but the world is not. Come, we must return to our research. Genau. Ach, der ist so geil. Ich bin so froh, dass jetzt... Oh, ja, da ist tot. Bin so froh, dass ich den jetzt mit ihm sprechen kann. Das ist einfach eine Erweiterung für das ganze Spielgeschehen letztendlich. Leider sieht die eigentliche Skillung natürlich dann nicht vor, diesen Skill drin zu haben. Mit Tieren zu sprechen. So close to escaping. Oh. Achso, ist einer von uns. Na toll. Hätten wir dich mitnehmen können mit dem Kampf bei uns? Oh, vielleicht wäre er nicht gestorben. Keine Ahnung. Auf jeden Fall alles recht geil. Und wie gesagt, bei der eigenen Skillung ist das halt nicht mit nicht berücksichtigt, weil man eben auf Effektivität geht und ja, man kann es sagen, wie es ist, aber Tatsache ist ja, man... Don't go any further, Godwoken. We need you alive. Was? The ship won't sail. We had orders to search every corner of it and figure out what's blocking us. It's hewn from Elven Livewood. I thought I could communicate with it, but... Okay, da fällt mir gerade ein, ich hoffe mal, dass meine anderen Partyleute auch mit jetzt an Bord sind. Ich würde ja Ilfan ins Team mit reinnehmen. Der ist ja auch auf Fort Joy geblieben, vielleicht. Oh, das ist ja schön doof. Jedenfalls im eigentlichen Bild ist natürlich Effizienz vorgesehen und auch jeder noch so kleine Skill wie Tierfreund, der halt nicht für den Kampf da ist, mindert die Kampfeffizienz. Daher mal gucken, wie ich es reinbauen kann oder will. Da gibt es auch irgendwann später mal die Fähigkeit auf dem Gegenstand, so ist glaube ich theoretisch weniger eigentlich. Das ist eigentlich für unwahrscheinlich, naja. She glances over towards us. That was Brendan. When the ship wouldn't answer my call, he touched the figurehead and it attacked him without warning. Okay. He burned like he was made of parchment. Just remember what I said, Godwoken. If you die, then this was all for nothing. Okay. Nothing. The ship is Livewood. That much is clear. But I couldn't communicate with it. The Magisters must have done something, warped it somehow. I just don't know what. Okay. Her eyes flick over to the smoldering ashes once again. Thank you. We were held captive together on this ship. He kept my spirits up. Now he's dead. Ja, offensichtlich. Passiert. Blessings to our fall. Also nicht ansprechen, dieses Dämonengesicht, ja? Dann lass doch mal erstmal die Finger davon, würde ich sagen. Ich glaube, Kisten soll ich gerade nicht unbedingt öffnen. Ui. Ach, guck mal. Umsonst gekauft. Toll. Hat extra noch gekauft, weil es so toll war und das dazu jetzt. Und jetzt bin ich zu schwer. Noch besser. Wie viel zu schwer bin ich denn? Oh, viel, viel zu schwer. Ja, geil. Geht ja nicht verloren, wenn ich sie hinlege, ne? Ich kann es ja später aufheben einfach. Es soll vielleicht nicht allzu viel nach Loot gucken gerade, denn das scheint nicht so geil zu sein. Kartenstück. Automatisch sortieren nach Gewicht. Zack. Schwerer Beutel. Ich hoffe, ihr bleibt da alle liegen. Ich will auch wissen, wo ich neu skillen kann und überhaupt sowieso. Oh, die haben Quellenhunde. Siehst du, gerade auch eine Quest mit den Quellenhunden übrigens, die ich jetzt machen konnte im anderen Spielstand, aufgrund des Tiersprechensgeschichten-Dingens. Nämlich der Hund draußen, den wir vielleicht noch kennen, der Hund, der da rumläuft vor der Höhle, der meine Katze mal anknurrte. Das ist ein ganz kleiner, niedlicher kleiner Wuff. Der heißt Kumpel, oder Buddy halt im Englischen logischerweise. Und der sucht die Hundefreundin, seine Gefährtin Emmy, die zum Quellenhund wurde. Und dieser Quellenhund, der war da unten gewesen, wo wir die Hunde gesehen haben. Und die haben wir getötet irgendwann, bedauerlicherweise im Spiel. Das heißt, die Quest können wir gar nicht mehr erfüllen. Aber so aber habe ich halt extra XP, glaube ich, kriegen können. Weil ich sie eben...
weil ich eben den Hunden, der Hündin Emmy eine Botschaft überbringen konnte und dann war sie glücklich, es gab XP und bam. Ich habe die Hunde nicht gekillt, ich könnte es theoretisch auch noch machen für XP, aber ich bekam auch so einen Schwall XP und ich glaube mehr als dafür, als ich sie gekillt. Also mit Tieren sprechen ist echt eine tolle Sache im Spiel, das muss man wirklich haben eigentlich. I won't see them tossed overboard. Not here. We'll hold a proper service.